Grüß euch, ich bin der Chris Steger und ich bin jetzt beim Bundeswehr dabei und eingerückt bin ich als Grundwehrdiener im Gebirgskampfzentrum in Zöfen. Und in den nächsten Monaten nehme ich euch ein bisschen auf eine Reise mit und zeige euch, wie es im Bundeswehr so abläuft. Als allererstes haben wir mal ganz viele Sachen ausgefasst, haben wir unsere ganze Ausrüstung gekriegt. Und dann ist es auch gleich schon mit den Ausbildungen losgegangen. Und die Woche machen wir eine Lawinenausbildung. Da haben wir dann noch Turnschuhe gekriegt, Turnschnellschuhe, alles was man so braucht für einen Einsatz, wo man bei einer Lawine hilft. Ja, und wie wir dann in der Luft gewesen sind mit dem Hubschrauber, das war schon ein Wahnsinn. Ja, was hat sich in den letzten Wochen alles so verändert? Ich bin einfach viel erfahrener wie vorher. Ich habe ja die Sachen natürlich auch nicht so gekannt. Ja, aber es sind nicht nur die Sachen, die was man lernt beim Bundeswehr, sondern man kriegt auch andere Sachen mit. Man weiß, wie das ist, wo man eine Verantwortung hat. Tagwache! Und man lernt auch ganz viele Leute kennen, die was mit dir in einem Zimmer schlafen. Und da können oft ganz gute Freunde draus werden. Ja, wie ist es, wenn man so eine Uniform anhat? Nach ein paar Tagen kann man schon mit der Uniform rausgehen dürfen oder heimfahren. Und es ist schon ein bisschen anders, die Leute schauen hin. Aber ich glaube, der allgemeine Tenor ist schon so, dass sich die Leute freuen über das Bundeswehr und man wird auch respektiert. Und ich muss auch sagen, mir gefällt es ganz gut. Warum habe ich mich für das Bundeswehr entschieden? Ich glaube, in Österreich gehört das einfach dazu und da wollte ich einfach meinen Beitrag leisten. Und wie ich jetzt in den ersten Wochen schon gesehen habe, es macht einen Riesenspaß. Ab und zu ist es hart, aber die meiste Zeit ist es eine Gaudi. Und ich glaube, das Bundeswehr ist ganz wichtig. Das ist schon was, was mir voll gut taugt. Ja, wenn man ein Gelöbnis auf die Republik anlegt, ist es schon was man nicht jeden Tag macht. Ich muss sagen, es war schon ein bisschen kalt und wir haben lang gestanden. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, super gelungen. Und es ist ein Spaß gewesen und jetzt sind wir richtig offiziell beim Bundeswehr dabei. So, jetzt bin ich angelobt, jetzt habe ich sogar ein richtiges Namensschild und ich freue mich schon drauf, wenn ich in den nächsten Wochen noch ganz viele andere Seiten vom Bundeswehr zeigen kann.